Wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Covid-19-Expertenrunde. Mein Name ist Gertrud Morlock. Ich bin Professorin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und forsche in der Analytik. Da wir gerade beim Thema Analytik sind, Frau Della Dritter, sie sitzt hier vorne, hat ein sehr schönes Heft zur Analytik zusammengestellt. Bitte gerne mitnehmen, das können Sie, bevor Sie zur Rolltreppe rausgehen, sind so zwei lange Gänge, nur von A1 und B1 kommend, und da können Sie gerne dieses Begleitheft zur Analytik mitnehmen. Ja, also zugreifen. Ja, aber jetzt wieder zurück zu Covid-19. Wir haben hier ein hochrangiges Expertenteam zusammengestellt und ich darf Ihnen das kurz vorstellen. Frau Dr. Petra Moroni-Zentgraf, sie ist Ärztin und Allergologin und die medizinische Leiterin, Direktorin Deutschland von Boehringer Ingelheim. Dann gehen wir mal auf die andere Seite, ganz außen, Herr Dr. Jonas Heidmann. Er ist ärztlicher Mitarbeiter in der klinischen Kooperationseinheit zur translationalen Immunologie an der Uniklinik in Tübingen. Dann gehen wir mal wieder nach rechts. Da sehe ich jetzt unseren Experten, Herrn Dr. Rolf Abweiler. Er ist von Haus aus Biochemiker und Direktor des Europäischen Instituts für Bioinformatik. Sie sehen schon, aus vielen verschiedenen Facetten beleuchten wir heute dieses Thema. Und last but not least, Herr Simon, Dr. Simon Jochum, er ist von Haus aus Zellbiologe und ja, im Pandemic Rapid Response Team, also einer der Schnellen, wenn es drauf ankommt, und natürlich Koordinator für die Elecsys Assays bei Roche Diagnostics in Penzberg. So, soweit zu unseren Experten hier. Jetzt möchte ich natürlich zunächst wissen, was unsere Experten gerade so umtreibt. Und Ladies first, würde ich sagen. Wir starten mit Frau Dr. Moroni. Zentgraf, was treibt Sie gerade so um im Bereich Covid-19? Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung, Frau Professor Morlock, und für die freundliche Einleitung. Ja, wir sind als Familienunternehmen, wie Sie vielleicht wissen, Boehringer Ingelheim, schon seit 1885 ein forschendes Pharmaunternehmen, sehr aktiv eben damit beschäftigt, Lösungen zu suchen, wie auch zum Beispiel für Covid-19. Sowohl in der Erkrankung als auch tatsächlich ganz am Anfang haben wir durchaus in der Diagnostik uns umgetan, einfach weil wir das Bedürfnis hatten, so schnell wie möglich unsere Mitarbeiter zu schützen, aber auch mit dem Gedanken, dass wir vielleicht günstige Schnellteste entwickeln könnten, weil wir sehr eng mit unserer Tiermedizin da zusammengearbeitet haben. Das war natürlich, sagen wir mal so, ein bisschen ein Race against the Clock und wir sind deshalb, sehen Sie uns jetzt damit nicht auf dem Markt. Mhm. Allerdings haben wir schon seit März 20 damit sehr aktiv gearbeitet. Gleichzeitig haben wir vor allem unsere Wirkstoffe überprüft, in welcher Phase der Covid-Erkrankung könnten sie hilfreich sein. Dort ganz besonders im Rahmen der Atemwegserkrankungen, wo wir natürlich unsere Core-Kompetenz haben, für die sehr schweren Lungenfälle, die wir am Anfang gesehen haben, und sind sehr, sehr schnell in eine klinische Entwicklung gegangen mit verschiedenen Ansätzen. Also das war sicherlich so der Moment. Vielleicht kann ich dazu sagen, was wir besonders auch versucht haben, ist natürlich unsere Medikamente, die Forschung, Entwicklung und die Produktion zu schützen. Wir haben, wie andere auch, ganz, ganz wichtige Medikamente, die vielleicht nicht gerade jetzt in Covid direkt wichtig waren, aber generell lebensrettende Medikamente sind. Und daher mussten wir sehr im Rapid Response Team arbeiten und haben sehr rasch alles aufgestellt, was wir aufstellen konnten,
um die Produktion zu schützen, unsere Mitarbeiter von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice geschickt und wirklich alles daran getan, sehr früh Masken eingesetzt, sehr früh getestet, erst PCR, dann später Selbsttests, was wir bis heute durchhalten. Und das treibt mich tatsächlich immer noch um. Vielen, vielen Dank. Sie hatten erwähnt, so Schnelltests und möglichst schnell erheben. Da sind wir doch bei Herrn Dr. Appweiler. Ich meine, was machen Sie mit dem Bereich Bioinformatik? Wo kann der da nutzen im Bereich Covid-19-Erhebungen? Ja, erstmal danke für die Einladung. Und wir am EBI haben eine Plattform gegründet im März 2020. Das heißt, die Covid-19-Datenplattform. Und die wird wirklich von allen möglichen europäischen Ländern mitgetragen. Also es ist ein großes Projekt, wo wir zum einen die ganzen Genomsequenzen eingesammelt haben und dann öffentlich verfügbar gemacht haben, aber auch alle anderen Informationen, ob das Bindungsstudien sind von Molekülen zu den entsprechenden Proteinen des Erregers, zur Literatur, zu Pathway Analysis, zu Genexpressionsstudien, aber auch ganz wichtig, Humangenetikstudien, weil nicht jeder reagiert halt gleich darauf. Und daraus haben wir natürlich vieles lernen können. Einmal Variant Calling, welche Varianten entwickelten sich wohl ziemlich flott. Und wir haben dann auch gesehen, was man davon leicht wieder auf andere Bereiche übertragen konnte. Zum Beispiel Monkeypox, als es auftauchte, ein paar Tage später hatten wir eine ähnliche Plattform aufgebaut für Monkeypox. Das ist auch sehr weit, wird auch sehr weit genutzt, diese Plattform und das daran hängende Portal. Wirklich mittlerweile von Hunderttausenden weltweit mit zig Millionen Aufrufen der Daten. Weil diese Daten sind halt alle frei verfügbar. Und was mich jetzt im Moment antreibt, ist das halt, wie verstetigt man das? Wie macht man Genome Surveillance weltweit wirksam? Es gibt nämlich riesige Lücken dabei. Die Lücken sind manchmal technischer Natur, aber sehr oft politischer Natur, dass einfach die Politiker in vielen Ländern nicht verstehen, wie wichtig diese Informationen sind. Es gibt auch ganz klare Lücken, wie wir diese Informationen verknüpfen können. Und wieder sind es eigentlich Implementationsfragen, wo Leute auf der Leitung stehen. Wie verknüpfen wir Humangenetikdaten mit klinischen Daten, mit SARS-Verbreitungsdaten? Und wie macht man das auch in anderen Organismen? Wie macht man das in Antimicrobial Resistance und so weiter? Und da gibt es im Moment sehr viele Weichenstellungen, sowohl auf EU-Ebene, auch auf G7 und G20-Ebene. Und in diesen Diskussionen bin ich im Moment tief involviert. Ja, um aus den Daten zu lernen letztendlich. Sie erwähnten politische Schwierigkeiten in Europa auch. Also das ist ja ein europäisches Institut. Auch in Europa schon? Oder ist das da harmonischer, also in der Erhebung und Zusammenführung? Ja, es gibt halt, ich meine, in Deutschland zum Beispiel ist relativ viel erhoben worden. In der Schweiz, die Schweiz ist sehr vorbildlich. Also das läuft fantastisch und auch mit dem Datenaustausch. Aber es gibt manche Länder, gerade im Osten Europas, wo kaum sequenziert wird, nicht die Analysemöglichkeiten zur Verfügung stehen und wo man Angst hat, wenn wir jetzt sagen, was hier passiert, dann werden die Grenzen dicht gemacht und wir haben Nachteile. Das wird also politisch dann nicht so forciert, dass da was passiert. Und das heißt, dass wir halt auch in Europa große blinde Flecken haben, welche Varianten sich gerade irgendwo entwickeln. Ja, aber es ist doch so wichtig. Es ist ja nicht nur ein europäisches, sondern ein weltweites Problem. Ja. Ja, vielen Dank. Dann gehe ich mal zu meiner linken Seite. Dann bleiben wir mal erst noch bei den Essays und Testungen und ich komme zu Ihnen, Herr Dr. Jochum. Was treibt Sie gerade so um im Bereich Covid? Wo forschen Sie gerade? Wo sind Ihre Bauchschmerzen? Naja, auch die Freuden. Ja, Covid beschäftigt uns jetzt schon eine ganze Weile und auch an der Stelle muss ich festhalten, wir haben auch sehr von den Fortschritten gerade im bioinformatischen Bereich profitieren können. Die einfache Nutzbarkeit, auch ohne Experte zu sein, ist da ein entscheidender Faktor. Die tagesaktuelle Verfügbarkeit der verschiedenen Sequenzen
die Frequenz, mit der dann die verschiedenen Varianten auftreten. All das ist jetzt sozusagen unser tägliches Business geworden, dass wir das im Auge behalten, herstellerseitig natürlich, um die Funktion der Tests weiter sicherzustellen und unseren Kunden auch da die entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Aber auch natürlich aus epidemischem Sinne, dass man sagt, wie breitet sich das Virus aus, in welche Richtung geht es gerade und ganz wichtig, wie angesprochen, auch zu wissen, welche Variante ist gerade wo vorherrschend und was hat sie für Eigenschaften. Okay. Das sind die Dinge, die uns immer weiter beschäftigen werden. Könnten Sie kurz was zu den Elecsys-Tests, also Assays, sagen? Sind immunologische? Die Elecsys-Plattform ist unsere Plattform, wir nennen das heterogene Immunoassays. Also dort arbeiten wir in Serum oder Plasma und detektieren Marker, die dort vorkommen. Es gibt ein paar Ausnahmen an Matrix, was wir auch verwenden. Aber das sind unsere Haupttargets und damit sozusagen das Routinematerial für große Labore. Es handelt sich dabei um eine Lösung für Zentrallabore. Wir bieten als Roche auch Point-of-Care-Tests an, die dann zunächst ja für Professional Use auch entwickelt wurden. Das heißt, es musste jemand geben, der geschult ist in der Abnahme und dann die Testung durchführt. Durch die schiere Anzahl der Fälle und auch der Praktikabilität wurde das natürlich dann auch durch Unterstützung der Behörden aufgeweitet, dass man auch Selbsttestung durchführen kann. Dafür ist der Test jetzt auch zugelassen. Ist aber dann nicht mehr die Elecsys-Linie, sondern die Heimteststrategie. Und drittes Standbein ist dann die molekulare Testung, also die PCR-Testung, die ja seit Anfang an auch sehr schnell dann Tests liefern konnte. Zur Entwicklungszeit sind die Elecsys-Tests da durch die Proteinkomposition vielleicht ein bisschen aufwendiger, sodass hier die eigentlichen Entwicklungszyklen deutlich verkürzt werden mussten und wir da eben dieses Rapid Response Team auch ins Leben rufen mussten, was zum Glück auch sehr gut geklappt hat. Sie erwähnten, dass man das auch, also Sie haben ja auch eine Linie jetzt für zu Hause entwickelt. Sind die denn dann genauso gut wie die von den Experten durchgeführten Assays? Mal ganz ehrlich. Natürlich bin ich hier ganz ehrlich. Ja, gut. Also der Test tatsächlich ist der gleiche geblieben. Es ist nur die Anwendung, die jetzt auch ein Laie zu Hause machen kann. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Heimanwendung nicht unbedingt schlechter sein muss als das, was sogenannte offizielle Teststellen dann tun. Wir hatten öfter das Vergnügen, jetzt mit meinen Kindern auch, dass wir für die Schule zur Freitestung dann in eine offizielle Teststelle gehen mussten und wenn ich da der Probenentnahme zugeguckt habe, war ich nicht unbedingt überzeugt, dass das jetzt besser sein muss als das, was man auch aus eigenem Gefühl selber hinbekommt. Insofern würde ich da zumindest Äquivalenz schon behaupten. Ja. Naja, sind wir vielleicht mal ehrlich, es ist wie bei IKEA, ne? Der eine kann das gut aufbauen und hat keine Probleme, vielleicht auch mit dem Test dann. Und der andere, der hat zwei linke Hände und das klappt nicht. Wahrscheinlich ähnlich gelagert, oder? Wie bei, ich meine, ja, klar. Jetzt also, Werbung machen für IKEA. Ja, also wenn man selbst die Testung durchführt, hat man natürlich selber auch mehr ein Gefühl, ob man jetzt da an der Schleimhaut entsprechend genug Probe abgetragen hat. Aber wenn man es drauf anlegt, das sehr vorsichtig zu machen und auf ein negatives Testergebnis spekuliert, dann ist da natürlich auch Tür und Tor offen. Ja, also oder sehr beide, empfindlich ist vom Menschentypus. Ne? Ja. Absolut, ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, und Herr Dr. Heidmann, nun zu Ihnen. Sie sind ja in der translationalen Immunologie, also für besondere Fälle auch zuständig. An was forschen Sie? Ja, also vielen Dank, dass ich heute auch hier sein darf. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Aufmerksamkeit so ein bisschen nach Tübingen gelenkt wurde. Wir in der klinischen Kooperationseinheit translationalen Immunologie beschäftigen uns eigentlich primär mit hämatologischen und onkologischen Erkrankungen und versuchen, neue Therapieansätze direkt aus dem Labor, deswegen Translation in die Klinik zu bringen, in frühe Phase 1, Phase 2 Studien. Und im Frühjahr 2020, als dann die Pandemie kam, haben auch wir darüber nachgedacht, was wir tun können, um die Versorgung zu verbessern oder die Erkrankung besser zu verstehen. Und eins unserer Expertisen ist die T-Zell-Immunität und ein Großteil unserer Immuntherapien ist T-Zell-basiert, wie spezifische Antikörper oder Impfstoffe. Und wir haben die T-Zell-Immunität von über 180 Patienten analysiert
und konnten dann die Immunität, die T-Zell-Immunität dieser Patienten charakterisieren. Und wir waren auch sehr dankbar, dass Roche so schnell war und einen entsprechenden Antikörpertest dazu hatte, den wir natürlich auch mitlaufen haben lassen. Und dann haben wir gesehen, dass tatsächlich ein Teil der Menschen, die die Erkrankung durchgemacht haben, gar keine Antikörper danach hatten, aber eine T-Zell-Immunität. Und das haben wir dann weitergeführt und dann uns entschieden, dass es auch in der Hämatologie eine Menschengruppe geben wird, die von den dann sich schon in Entwicklung befindenden Impfstoffen, die alle primär dazu da sind, Antikörper zu induzieren, nicht profitieren werden, weil sie das nicht können aufgrund ihrer Erkrankung selbst oder aufgrund der Therapien, die sie erhalten. Und wir haben uns entschieden, einen T-Zell-Impfstoff zu entwickeln, einen sogenannten Peptid-Impfstoff. Ist es eigentlich mehr ein T-Zell-Aktivator, und haben diesen Impfstoff in einer Phase 1-Studie geprüft. Die Daten sind veröffentlicht. Wir konnten zeigen, dass wir eine breite T-Zell-Immunität auslösen können in diesen gesunden Impflingen und sind dann in die Phase 2-Studie gegangen. Und das ist das, was uns aktuell beschäftigt. Also die führen wir weiter durch. Hier werden Interimsanalysen schon durchgeführt und wir hoffen, dass wir auch bald die abschließenden Analysen zeigen können, in denen dann hoffentlich diese Menschen alle eine T-Zell-Immunität entwickeln, um sie quasi vor einem schweren Verlauf der Erkrankung zu schützen. Weil das sind die Menschen, die immer noch ins Krankenhaus kommen und für die wir diese Therapien brauchen, die auch entwickelt wurden, seien es monoklonale Antikörper, die man als Prophylaxe geben kann oder in der Frühphase der Erkrankung oder auch Paxlovid. Aber in den schweren Fällen ist es dann schon eher schwierig mit den aktuell verfügbaren Therapien. Ja, es ist ja sehr, sehr wichtig, gerade um diese Gruppe, ne, dass man sich auch da bemüht. Sie haben ja einen speziellen Impfstoff entwickelt oder Impfung entwickelt. Und wie muss man sich das vorstellen, auch preislich? Ich meine, das ist ja für eine kleinere Gruppe, ist das 100-mal teurer oder 500-mal teurer, so ungefähr? Das ist eine gute Frage. Vor allem, wir müssen ja darüber sprechen, was an Unterstützung haben wir von, haben wir Industriepartner oder Ähnliches. Also diese Studien werden alle durchgeführt durch die Universität Tübingen als Sponsor. Das heißt, wir haben hier keinen größeren pharmazeutischen Partner. Und dementsprechend ist die Herstellung aktuell noch sehr teuer. Mhm. Und das ist schon ein Preis, der deutlich über dem liegt, was man aktuell für eine mRNA-Impfung zahlen muss. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Kollektiv, das, wenn es krank wird, dann auch schnell mal intubiert und beatmet wird. Und dann sind wir in sechsstelligen Bereichen, was die intensivmedizinische Versorgung betrifft. Genau, vorbeugen ist immer die bessere und richtigere Variante, ja. Ja, wir sind mal gerade beim Vorbeugen, Stichwort. Was empfehlen denn die Experten, wie wir uns jetzt, ich meine, wir hatten jetzt Alpha, dann hatten wir Delta, dann haben wir Omikron und vielleicht habe ich auch was vergessen. Aber ja, wie sollen wir uns denn, also die nächste Welle kommt, sind wir uns einig? Nee, die ist schon da. Ah, die ist schon da? Das ist welche, die Omikron? Es wird noch eine danach geben. Also. Es gibt Nachbeben, was? Es wird noch eine danach geben. Also. Danach geben, ein Nachbeben, danach geben. Okay, ja, Frau Moroni-Zentgraf? Ja, also ich denke, dass, wenn ich das richtig überschaue, finde ich keine seriösen Wissenschaftler, die sagen, die Pandemie ist vorbei. Was wir uns darauf einstellen in der Firma sind tatsächlich, dass wir jetzt diskutieren, wie wir mit der möglicherweise vierten Impfung umgehen oder eben auch für Menschen, die eine Infektion hatten, mit entweder dem Wuhan-Typ Alpha oder Delta oder Omikron B1 oder 2 und vielleicht jetzt noch nicht 4 oder 5 und wie wir da die Strategie aufstellen. Wir haben durchaus auch forschende wissenschaftliche Aktivitäten, die auch versuchen herauszufinden, ob denn zum Beispiel heterologe Impfschemata nicht sehr sinnvoll wären. Da könnte vielleicht zum Beispiel ein Tübinger T-Zell-Aktivator reinpassen. Man sich generell nochmal Gedanken machen muss über die Non-Responder und auch tatsächlich die schwereren Verläufe. Das heißt, was wir versuchen einfach wissenschaftlich zu verstehen, sind Risikogruppen zu identifizieren, damit wir als Firma, die dann eher in den therapeutischen Ansatz geht, weil wir ganz früh gesagt haben,
Ja, wir haben zwar Ansätze gemacht, neutralisierenden Antikörper, wir hatten verschiedene Ansätze mit mRNA, nur wir haben dann ganz schnell gesagt, es macht auch keinen Sinn, dass alle das Gleiche machen und die, die jetzt schon uns eigentlich deutlich voraus sind und wir sehr schöne Kooperationen ja auch einfach gesehen haben, diese enge wissenschaftliche Zusammenarbeit, die für die ganze Welt dann notwendig war, dass wir uns dann Bereiche gesucht haben, wo wir eine Kernkompetenz haben, damit wir eben auch da Beiträge liefern können. Nichtsdestotrotz, um das zu tun, müssen wir uns natürlich wissenschaftlich vollkommen damit auskennen, was andere machen. Und insofern, glaube ich, sind wir tatsächlich angewiesen darauf, besser zu verstehen, was macht Covid, wer bekommt es, warum bekommen manche es nicht, warum, ich meine, da gibt es viele Theorien, aber noch keine eindeutigen Hypothesen. Aber es gibt schon Hinweise und sicher spielt die Kinetik eine Rolle und so weiter. Aber was wir halt wissen, und wir sind in den Bereichen tätig, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes, Adipositas, also eigentlich auch unsere Probleme der Welt, die wir sowieso schon angehen müssen, sind eindeutig Risikogruppen für einen schweren Covid-Verlauf, womit wir uns auch beschäftigen. Und da wäre ich sehr gespannt, was meine Experten-Teilnehmer hier sagen, die sicher vielleicht da viel tiefer drin sind noch als ich, ist, warum wird der eine so schwer krank? Also klar, Rezeptoren, so ich habe da schon Hinweise, so ist das nicht, aber was können wir eigentlich tun, um einen schweren Covid-Verlauf zu verhindern? Was wäre die ideale Prävention, um die es in der Medizin eigentlich immer gehen sollte, um das möglich zu machen, dass Menschen nicht solche Folgen haben, inklusive Long-Covid? Also das würde mich brennend interessieren, was da so aktiv gerade in der Wissenschaft ist. Volkswirtschaftlich ist das ja ganz wichtig und macht das ja auch Sinn, wenn man sich um die Risikogruppen auch kümmert. Ne? Die leicht drüber hinwegkommen oder es gar nicht so richtig bekommen, ne? Die müssen uns ja eigentlich gar nicht so volkswirtschaftlich interessieren. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, weil wir wissen, dass auch milde Verläufe Long-Covid machen mit erheblicher, wirklich schlimmen Verläufen. Mit, ich sage nur zum Beispiel das Fatigue-Syndrom und Konzentrationsschwächen. Also da, aber das wären ja das auch wäre dann noch eine so sensible Gruppe. Das möchte ich ja schon auch mit der noch, mit die wir uns kümmern müssen, mit einschließen. Aber die, die es eigentlich verkraften, die kann man erstmal vielleicht einfach so lassen. Und wir müssen uns vielleicht auch statistisch gesehen, kann man das da rausrechnen mit Daten, Korrelation, was also, sind so ich Zusammenhänge? Ich weiß, Herr Abweiler, Sie kommen so gleich, aber ich möchte es noch mal sagen. Die Krankheit ist so neu. Jetzt bin ich Ärztin und ich sage es Ihnen einfach so, wie es ist, wie ich es sehe. Eine solch neue Erkrankung, ich kann Ihnen heute wirklich nicht sagen, ob das harmlos wird, auch für die, die einen milden Verlauf hatten oder nicht. Wir wissen das nicht. Dazu müssen wir noch jahrelang forschen. Wir müssen das beobachten. Warum ich auch sage, lieber vermeiden, 2-3 Jahre eine Erkrankung in der Welt zu kennen, ist gar nichts in der Medizin. Und die Spätfolgen, wenn Sie mal überlegen, die Zusammenhänge mit Multipler Sklerose und dem Epstein-Barr-Virus, das hat uns mal locker 25 Jahre gebraucht. Lass es diesmal nur 10 Jahre sein. Aber ich bin nach wie vor auf dem Standpunkt, wir können das nicht überblicken. Ich kann Ihnen nur versichern, es ist Prävention angesagt, womöglich, in der Hoffnung, dass die Forschung, die Entwicklung es schafft, sowohl die Folgen als auch die Infektion zu verhindern. Dazu gehören zum Beispiel nasale Impfstoffe, die die Eintrittspforte immunisieren. Dazu gehören Inhalativa, die das zum Beispiel schaffen können. Dazu gehört aber vielleicht auch einfach weiterentwickelte Impfstoffe, die die Infektion tatsächlich schaffen, dass der Körper damit besser umgeht. Also ich möchte es nur noch mal betonen, von meiner Perspektive ist es eine Babykrankheit und ich weiß noch überhaupt nicht, wie das wird. Ja, aller Anfang ist immer schwer. Aber was sagt jetzt der Bioinformatiker? Also ich meine, wir haben ja heutzutage, früher haben Sie ja, wenn 25 Jahre, heute 10, klar, weil wir haben ja Bioinformatik. Naja, also zum einen stimme ich vollkommen zu, dass wir diese Krankheit, die wird uns noch zig Jahre beschäftigen, das ist ganz klar. Und ich, wenn man jetzt sich nur vorstellt, wie es wäre ohne Impfstoffe, ne, dann wären wir also wirklich in einer ziemlichen Bredouille. Es ist schon Wahnsinn, dass das so gut gelaufen ist mit Impfstoffen. Aber es gibt noch immer viel zu viele Leute, die nicht geimpft sind. Ne? Und es gibt viel, und man weiß halt auch, dass nach einer Zeit wieder eine Auffrischung nötig ist. Man weiß, dass die Impfstoffe adaptiert werden müssen an neue Varianten. Das heißt,
Impfen in einem vernünftigen Rhythmus muss Routine werden. Das müssen Leute einfach verstehen. Trotzdem werden Wellen aufkommen, weil wir bei der Riesenmenge an Viren, die weltweit rumschwirren, werden wir neue Varianten bekommen. Das ist einfach so. Also muss man die überwachen und da, wo man sieht, dass es hochkocht, muss man einfach sagen, wir brauchen wieder Maßnahmen. Also auch wir werden wieder im Herbst hoffentlich alle beim Einkaufen und nicht nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln Masken tragen. Und wir werden auch sagen, okay, wer wieder von zu Hause arbeiten kann, macht's doch bitte. Wir müssen uns da wirklich drauf einstellen. Das ist eine Sache. Das andere ist dann halt diese Forschungsebene. Und da hat man halt gesehen, wo es oft dran krankt. Wir haben sehr viele Informationen, die wir sammeln können, aber wir sind unfähig, die vernünftig zu verknüpfen und dadurch wirkliche fundamentale neue Erkenntnisse zu erzielen. Natürlich gibt es eine genetische Komponente, warum manche Leute kranker werden als andere. Aber wir haben nicht die Möglichkeiten, in großem Maße elektronische Krankenakten, die ja in Deutschland sowieso nicht existent sind, zu verknüpfen mit viralen Daten, mit humanen Genetikdaten und so weiter. Fast alle Daten, die ja interessant in dem Bereich waren, die in den letzten 2 Jahren publiziert worden sind, sind aus Großbritannien, Dänemark und Israel gekommen. Denn die können es. Und da müssen wir europaweit daran arbeiten, dass das besser wird. Und dann hat man auch eine viel schnellere Translation dieser Erkenntnisse in die Klinik, wie es ja auch eine Translation war in die Vakzinentwicklung. Also wir müssen uns einstellen auf jeden Fall eine vierte Impfung. Die ist ja schon auch so im Gespräch. Aber aus Ihrer Warte heraus wird das dann auch für jeden gelten? Also jetzt hört man ja eher noch für die Älteren. Aber wird es dann im Herbst soweit sein, dass wir alle vielleicht die vierte Impfung brauchen? Also ich glaube, umso mehr Leute geimpft sind, umso sicherer wird es, ganz simpel. Also es wird uns die nächsten Jahre die 5., 6., 7., 8., 9. Okay, es Dutzend voll an Impfungen wahrscheinlich begleiten. Was ich persönlich faszinierend fand in der Evolution des Virus ist, dass ich eigentlich von Anfang an schon sehr beeindruckt war von dem Infektionsverhalten dieser Variante und konnte mir ehrlich gesagt nicht richtig vorstellen, dass da noch mehr geht. Ja? Dann hat aber die Evolution gezeigt, dass da immer noch weiter infektiösere Varianten entstehen können. Und das ist das, was dieses Hase-Igel-Spiel wahrscheinlich noch eine sehr lange Zeit weiter vorantreiben wird. Ein großes Glück meiner Meinung nach war in dem Zusammenhang, dass gleichzeitig mit der gesteigerten Infektiosität die Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe zurückgegangen ist, die uns allen sehr in die Karten gespielt hat, weil man will sich nicht ausmalen, wie die jetzigen Zahlen sich dann äußern würden, wenn viel mehr schwere Verläufe stehen würden. Es bleibt weiter zu untersuchen, was denn die entscheidenden Risikofaktoren sind. Und da gibt es klar sehr, sehr gut definierbare. Das eine wäre vielleicht, dass die Virusvariante selber, die man dann monitoren kann. Das andere sind genetische Daten, soweit man an sie drankommt. Dann gibt es aber natürlich auch noch sehr, wie soll man sagen, Soft-Parameter, die sagen, wie viel Viruslast bekommt man denn eigentlich gerade ab? Wo hat man sich aufgehalten? Jeder kennt es auch, dass Infektionen sich unterschiedlich ausprägen können. Je nach persönlichem Zustand, hat man gerade viel Stress oder nicht? Wie reagiert der Körper darauf? Ja. Alle diese Varianten spielen mit rein und die verwischen natürlich das Bild immer zu einem großen Teil, wenn man sagen will, daran liegt es oder man muss sich an dieser Größe orientieren. Meine persönliche Erwartung ist, dass wir uns noch eine ganze Weile damit beschäftigen müssen, gute diagnostische Marker aufzustellen und dass es schon jetzt klar ist, dass das nicht nur einer sein kann. Ich persönlich bin da im Feld der Antikörpertestung unterwegs, aber auch hier ist das nur einer von ganz vielen Bausteinen, die dazu beitragen können. Die T-Zell-Antwort ist wichtig, andere Zytokin-Antworten wahrscheinlich genauso, zusammen mit Viruslast, die dann auch quantifizierbar wird. Ja, vielen Dank. Also Sie hatten erwähnt, dass es ja immer wieder auch die Varianten gibt, aber jetzt haben wir ja Mediziner auch hier, Herr Dr. Heidmann. Wie könnte man denn, oder was würden Sie empfehlen uns, dass man die eindämmt, also die verschiedenen Varianten, die immer wieder kommen, was wäre da das Motto an uns? Impfen, impfen, impfen? Ja, impfen mit Impfstoffen, die funktionieren.
Ich persönlich glaube aber, dass der Weg, den da China geht, kein Weg ist, der in Deutschland nochmal funktionieren kann. Weil wir werden darunter zu sehr als Gesellschaft leiden. Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass wir Dinge, die umsetzbar sind im Sinne davon, dass wir Abstand halten, Masken und testen, dass wir die durchführen, aber harte Lockdowns sollten wir vermeiden. Das wäre natürlich das ultimative Mittel, um eine neu auftretende Variante sofort einzudämmen. Impfstoffe müssen immer wieder adaptiert werden und vielleicht ist die wichtigste Entwicklung die, dass man einen Impfstoff hat, der so breit gestreut ist, dass er alle, nicht alle potenziell jemals auftretenden, aber die meisten, die irgendwie auftreten, abdecken kann. Und das Problem der Impfstoffe, die jetzt auf dem Markt sind, ist, dass sie natürlich alle versuchen, das Spike-Protein zu attackieren. Und das übt natürlich einen immensen Evolutionsdruck auf dieses Virus aus. Und wahrscheinlich braucht man Impfstoffe, die andere Bestandteile auch noch angreifen. Und zumindest tut es, können das T-Zellen tun, weil die nicht sozusagen das Virus selbst attackieren, sondern eher dann die Fabriken der Viren, also unsere körpereigenen Zellen, damit das Virus nicht sich vermehren kann. Ja, es ist ein sehr schlauer Virus, ne, und variiert. Und wir können immer nur reagieren oder eben versuchen, aus verschiedenen Seiten dann die Angriffspunkte zu machen. Ja, wirklich schwierig. Worauf ich noch gespannt bin, sind dann weitere Daten. Erste sind ja schon in Veröffentlichung oder veröffentlicht zu den angepassten Impfstoffen, die sich jetzt auf Spike richten, aber auf eben Varianten davon, inwieweit die dann die Immunität auch erweitern tatsächlich und einen Vorteil haben gegenüber dem Boosten, was wir mit dem bestehenden Impfstoff haben können. Es ist ja so, dass das Immunsystem dann glücklicherweise über Gedächtnisfunktionen verfügt, die dann auch ein gewisses Priming vermitteln. Ja, also das Immunsystem ist ausgeprägt in eine bestimmte Richtung und besonders stark auf dieses Target zu reagieren, wenn es wieder darauf stimuliert wird, neue Komponenten oder neue Vakzine, die dann wieder auf Spike gehen, die werden vor allen Dingen die bestehende Wildtyp-Antwort wieder boosten. Eventuell entstehen auch noch einige zusätzliche Komponenten, aber die Hauptantwort wird sich wieder auf das Original-Target richten. Da ist einerseits zu beurteilen, wie viel Schutz vermittelt das, der sicherlich trotzdem auch in den Varianten noch sehr gut sein kann. Aber ich pflichte da absolut bei, also die Immunantwort so gut wie möglich aufzuweiten und auf andere Targets zu richten, sofern dann die Impfstoffe verträglich sind, wäre ein absolutes Plus, wo ich viel Potenzial sehe. Ja, also es ist komplex und wir müssen zugeben, wir lernen auch mit dem Virus. Ne? Also wir werden immer wieder schlauer, aber es ist halt auch eine richtige Herausforderung. Das, ne, kann man, ja, man muss mit dem Virus lernen, denke ich. Das ist so das, was wir gerade machen. Ja, es war vorhin auch das Stichwort gefallen. Ich glaube, hier mit auch Essays, dass man, oder hier war es, ich weiß, dass man auch Monitoring machen muss, natürlich ordentlich. Und da hatte ich neulich auch gehört, das geht über Abwassermonitoring ganz gut. Abwassermonitoring, das heißt, wie man das ja schon kennt von Ecstasy-Partys oder solchen anderen Drogenpartys in Berlin oder Amsterdam, wann am Wochenende da was war, das kann man über das Abwasseranalysen dann feststellen. Und das hat man dann auch auf Covid-19 übertragen. Ja, das ist richtig. Also vielleicht kann ich ganz kurz was dazu sagen. Also wir wissen ja, dass das TZW Karlsruhe schon seit März 20 ganz eng mit der Stadt und den Behörden dort zusammenarbeitet und Abwassermonitoring etabliert hat. Und besonders, muss man sagen, für Delta etwa 14 bis 26 Tage war so ein Fenster vorher sehen konnte, Aktivitäten, Ausscheidungen, Viruspartikel, die dann auf Delta sequenziert wurden. Und konnten Maßnahmen rechtzeitig ergreifen, also auch die Städte tatsächlich rechtzeitig erkennen, dass eine Welle im Anmarsch ist. Wir von Böhringer Ingelheim haben das jetzt uns angesehen und arbeiten zusammen mit dem TZW, um ein Monitoring zu etablieren. Zumindest läuft jetzt ein Pilot. Das ist bei uns natürlich etwas anders, weil wir nicht ans städtische Wasser angeschlossen sind. Da muss man andere Dinge betrachten. Aber warum wir das machen,
ist eigentlich, was die Kollegen gerade gesagt haben. Wir gehen davon aus, wir müssen ein jetzt vom individuellen, kontinuierlichen Monitoring mit Selbsttesten jeden Tag und alle, egal wie hoch die Welle ist und so weiter, um unsere Produktion zum Beispiel zu schützen, unsere Labore laufen zu lassen, sollten wir ergänzen, wie das häufig bei Covid ist, nicht eine Sache, sondern multifaktoriell eben ein populationsbasiertes Monitoring dazu tun. Der Vorteil ist, das muss nicht nur Covid sein, das könnten auch andere Infektionskrankheiten sein. Gibt es natürlich noch nicht im Moment zum Beispiel für uns jetzt Daten, weil der Pilot noch läuft, aber die Idee des Abwassermonitorings ist nicht neu und die Bundesregierung hat tatsächlich ein Papier im März 2021 rausgebracht und das empfohlen, dass man populationsbasiert arbeitet. Der Vorteil ist, dass man sehr gezielt dann Wellen nimmt und auch wenn es endemisch ist, dass man eben Herde sehr früh erkennen kann, hoffentlich eben so früh, dass man dann gezielte Maßnahmen einsetzt, also, um zum Beispiel generalisierte, pauschalisierte Maßnahmen zu vermeiden. Ja, also ich muss mir das so vorstellen, dass man dann, wenn man weiß in Tutzing, da tut sich was durch das Abwassermonitoring, dann gehe ich zum, also wird der Bürgermeister über Apps, glaube ich, das wird auch eine Datenübertragungsmöglichkeit sein, die schnell ist, aber es wird letztendlich dann der Bürgermeister dort vor Ort informiert, ihr müsst was tun. Ihr müsst jetzt euch darum kümmern, dass ihr vielleicht Maßnahmen ergreift in eurem Gebiet. Ist das so? Ja, so kann man ungefähr. Also wir haben dann ganz klar einen Plan, der dann greifen würde, dass wir dann zum Beispiel die Testzahl wieder erhöhen, dass wir empfehlen, natürlich sofort wieder Masken zu tragen in den Innenräumen, dass wir Schichten trennen würden, um die Produktion zu sichern und gegebenenfalls separate Essensausgaben. Wir können da mittlerweile sehr flexibel drauf reagieren. Das haben wir jetzt lange geübt. Und das sind dann Maßnahmen, die punktuell greifen. Und da muss man nicht in Deutschland fast 17.000 Mitarbeiter ständig monitorieren, sondern kann eben gezielt angehen, die Bereiche, die sensibel sind. Und das Abwassermonitoring geht über digitale Polymerase-Kettenreaktion, ne? Also ja, es ist wahrscheinlich auch von den Kosten dann machbar, dass man das großflächig ja dann auch umsetzt. Und man hätte dann so auch eigentlich ein gutes Monitoring, aber natürlich neben auch Essays etc. Es geht alles parallel, ne, am besten. Ja, das Abwassermonitoring bietet natürlich den absoluten Vorteil, dass ich nicht zu der Einzelperson hingehen muss und sie kontinuierlich jeden Morgen testen muss. Nachteil ist eventuell, dass man natürlich den Versatz hat und nicht zurückschließen kann, wo kommt es denn jetzt genau her? In einem kleiner begrenzten Raum, wie zum Beispiel in einem Werk bei uns auch, haben wir eigene Abwassereinheiten, die man dann gezielt untersuchen könnte. Trotzdem wüsste man dann jetzt auch noch nicht, wer von den 5.000 Leuten gerade sich eigentlich in Quarantäne oder in Isolation begeben müsste. Das ist sicherlich dann die andere Seite. Ganz stark sehe ich die Funktion hier auch in der im Variantenmonitoring und einfach in Prävalenzstudien, wann schwappt die Welle denn jeweils rüber? Das ist natürlich sehr früh zu erkennen und generelle Maßnahmen wie, sagen wir mal, Ausweitung der Maskenpflicht vom ÖPNV in die Geschäfte oder auch in den gesamten öffentlichen Raum, die sind darüber natürlich eigentlich relativ gut steuerbar oder damit abgleichbar, sagen wir mal so. Ja, ich denke auch, es ist ganz wichtig, dass man verschiedenste Werkzeuge hat. Ich glaube, das Potpourri von allem zusammen macht es letztendlich aus. Also ja, wir brauchen beides auf jeden Fall, Abwassermonitoring, aber auch individuelles. Ich meine, zum Glück besteht noch kein Datenschutz auf das Urin. Ja? Eben, man kann es noch nicht auf die einzelne Person beziehen. Genau, aber nur weil es quasi anonymisiert in der Kläranlage ankommt. Aber dahingehend und nochmal zum Anfang der Diskussionsrunde zurück, denke ich, bieten sich hier auch sehr viele Chancen, eben das Verständnis der Krankheit auf ein exzellentes Niveau zu heben, weil wir diese schnelle Ausbreitung hatten tatsächlich, so komisch das klingen mag. Also wir haben vorher quasi die Situation keine Infektion, können uns auf eventuell auch retrospektive Proben berufen, um da zu untersuchen, was wir da in der breiteren Masse sehen und dann sehen wir ab Dezember 2019 halt das Auftreten oder die Infektion mit diesem Virus und haben dadurch
Datenmengen und eine Datengrundlage, die so, glaube ich, zu keiner anderen Indikation besteht, wo man sich viel zunutze machen kann und auch sehr klare Bilder kriegen kann, die für andere Indikationen, wie gesagt, gar nicht möglich wären, weil man nicht so genau dieses An-Aus so gut definieren kann wie jetzt bei den Corona-Infektionen. Ja, ich glaube, es ist wirklich ein gutes Beispiel dieser Abwasseruntersuchung, dass man das alles viel zeitnaher machen kann. Wenn man Einzelpersonen hat, dann dauert es halt ein bisschen, bis die mal irgendwo auftauchen, um sich testen zu lassen, bis dann die Ergebnisse da sind. Dauert wesentlich länger, als wenn man es so macht. Aber ich möchte das Augenmerk auch irgendwo anders drauf richten. Und das ist, es ist halt eine globale Sache. Und wir brauchen auch globale Maßnahmen. Es reicht halt nicht, wenn in Land X nur eine vernünftige Überwachung da ist und vernünftig geimpft wird. Wenn man wirklich diese Pandemie in den Griff kriegen will, muss man halt weltweit genügend geimpft haben. Man muss weiter vernünftig und noch viel besser überwachen, zeitnah überwachen und auf neue entstehende Varianten hinarbeiten können. Und dann ist dann auch die Frage, wie baut man diese Infrastruktur in einer sustainable Weise aus, dass man das auch wieder für andere Zoonosen nutzen kann. Denn die werden kommen. Dadurch, dass Mobilität. Teile der Menschheit in Gegenden vordringen, wo bisher unbekannte Wirte und Erreger sind. Und irgendwann schwappt es dann wieder über. Es war nicht das erste Mal, es wird nicht das letzte Mal sein. Also wie bauen wir weltweit eine kostengünstige und funktionierende Struktur auf die wir zurückgreifen können, damit halt es nicht wieder zu einer weltweiten Katastrophe kommt an Leben und auch an volkswirtschaftlichem Schaden. Und das ist halt eine Sache, wo man lokal zwar handeln muss, aber man muss wirklich global denken. Ich würde das gerne mal unterstreichen. Also wir haben zum Beispiel sehr früh auch schon gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt so ein National-Ich-Ich-Ich einzuführen. Es nützt uns einfach nichts, weil es kommt nun mal durch die Welt. Und solange die Welt nicht gut behandelt, geimpft ist, werden immer neue Varianten kommen. Die kommen auch nicht umsonst immer aus relativ ärmeren und exotischen Gebieten. Aber es ist auch tatsächlich so, dass es sinnvoll ist, dass alle zusammenarbeiten, über die Grenzen hinweg, über Firmen hinweg, über Forschungsprojekte hinweg. Diese Austausche von Wissen, was ich vorher so nicht erlebt habe, und ich bin wissenschaftlich tätig, etwa 25 Jahre, diese Offenheit, dieses Data-Sharing-Konzept, das war vorher nicht. Und ich meine, das ist etwas, was wir unbedingt beibehalten müssen, weil es einfach Sinn macht, dass wir alle gemeinsam an diesen Problemen der gesamten Welt auch arbeiten und die klugen Köpfe, die es überall auf der Welt gibt, auch wirklich benutzen können, damit wir global denkend, lokal sicher sein können. Aber das ist etwas, was ich sagen muss, Herr Beiler, das war vorher einfach auch nicht so toll, die Zusammenarbeit, während jetzt wirklich jeder versucht, dort einen Schwerpunkt zu setzen. Data Sharing und Sharing is Caring. Und das muss ich sagen, das möchte ich nie mehr zurückdrehen. Ja. Und wenn dafür die Pandemie gut war, dann hat sie damit auch was erreicht. Ja, es sind einige gute Aspekte auch, das darf man auch nicht übersehen. Und die werden uns für andere Krankheiten helfen. Ja. Es gibt natürlich Covid, ist völlig sicher eine schwierige Sache. Aber es ist nicht nur Covid und das Thema andere Erkrankungen haben keine Pandemiepause gemacht. Wir haben wirklich auch Dinge verpasst in den letzten Jahren dadurch, die allerdings jetzt davon profitieren können, dass wir Datenebenen besser verstehen, dass wir Prozesse optimiert haben, dass wir breite Informationen für jedermann bekömmlich gelernt haben. Das war vor der Pandemie auch nicht, dass jeder wusste, was ein PCR-Test ist. Und das, glaube ich, das müssen wir weitermachen, damit eben das Bewusstsein der Menschen erlaubt, dass wir auch diese Probleme gemeinsam lösen. Und auch, wenn wir dann manchmal Rückschläge haben, ne? Also wir lernen ja auch nicht, also als Menschen brauchen wir halt unsere Zeit, das ist so, ne? Und es ist ja momentan auch, jetzt ist es wieder offener mit den ganzen
ja, Vorkehrungsmaßnahmen, die haben wir wegen runtergefahren. Und was passiert eben schon wieder? Viele stecken sich an. Es gibt wieder die Hotspots. Also wir lernen halt auch nicht so schnell, wie wir es uns vielleicht wünschen, dass wir sagen, wir bleiben bei Maßnahmen. Weil wir haben ja gemerkt, Masken schützen, oder? Da gibt es ja auch Daten zu den Masken. Oder ist das nur Humbug? Also ich sage es jetzt einfach nochmal, weil ich die Daten mir immer sehr gut angucke. Wir kommen ja auch aus der Aerosolforschung bei Boehringer Ingelheim. Insofern sind wir Maskenträger seit März 2020, soweit wir die dann auch bekommen haben. Also ich empfehle einfach jedem wirklich, Professor Bodenschatz vom Max-Planck-Institut, die Daten anzuschauen. Er hat die auch auf alle Varianten dann immer wieder angepasst und gerade mit Omikron sogar noch besser. Ist eine Maske, eine FFP2, solange sie gut sitzt, muss man dazu sagen, ein wirklich effektiver Schutz. Er beginnt schon effektiv zu sein, wenn man selber nur die Maske trägt und andere um einen herum sind. Wenn natürlich beide Parteien eine Maske tragen, geht tatsächlich das Risiko auf etwa 1% runter. Der Abstand spielt eine Rolle, ist aber bei einem Airborne Virus nicht so entscheidend. Und ich sage mal, das Händewaschen, das finde ich zwar wichtig, aus vielen Gründen, aber die Maske ist das A und O. Und ich denke, ich kann das nur empfehlen, diese Lektüre. Professor Bodenschatz, der macht das ganz toll. Super Bilder, gut erklärt. Aber wie ist es denn, wenn die Masken dann nur so, ich sehe das so oft, so auf der Nasenspitze hängen. Ich meine, die machen es, die Nase ist ja noch drin. Aber ich finde es ehrlich, ja, ist ja nicht der Fall, wenn die da sitzt. Also es muss richtig sitzen. Die muss schon richtig sitzen. Also ich meine, das Tolle ist ja, dass man mit so einer einfachen Maßnahme so gut schützen kann. Und insbesondere sollte man sich überlegen, ob man das nicht immer für seine Mitmenschen primär tut und nicht für sich selbst. Ja. Weil man selbst kann mit dem Risiko Corona umgehen, wie man möchte. Das ist jedem selbst überlassen. Aber den Schutz von anderen, den sollte man im Hinterkopf behalten. Und in den Kliniken ist es ja nach wie vor so, dass wir FFP2-Masken tragen und dass diese Pflicht dem medizinischen Personal weiterhin auferlegt ist. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Maßnahme, damit dieses Gesundheitssystem weiter funktioniert. Weil wenn plötzlich alle ausfallen, dann funktioniert das Gesundheitssystem nicht mehr. Und das war ja immer die große Angst oder der große Treiber, warum man dann am Ende gesagt hat, wir müssen Lockdowns machen oder ähnliches. Und sind die also Indikatoren Betten? Also Bettenzahl für Covid-Patienten, ist das ein guter Indikator? Ja, nach wie vor. Ne? Es war ja in Deutschland nicht so an der Grenze gewesen jetzt in der letzten Welle. Ne? Es war noch, ich halte schon für sinnvoll. Ja. Aber Betten sind immer eine Sache. Das Entscheidende ist das Personal. Und ich glaube, die Räumlichkeiten, da haben wir genug Platz. Da kann ich für das Uniklinik Tübingen sprechen. Das, was ich sehe, da ist Platz, ist genug da. Am Ende scheitert es dann in der Regel am Personal. Ja, weil es waren ja zeitweise 20.000 Betten in Deutschland, 5.000 belegt. Aber es, ja genau, das heißt noch nicht, ob das Personal eben auch dann da ist. Ne? Und ist es denn nicht auch so, wenn wir jetzt Priorität auch für Covid gegeben haben? Ich meine, andere Operationen sind ja auch zurückgestellt worden, die sind vielleicht auch wichtig. Ne? Es ist immer so eine Entscheidungszwiespalt, oder? Ja, ich glaube, Herr Baumann vom DKFZ hat gesagt, wir schieben eine Bugwelle vor uns her, was die onkologischen Erkrankungen betrifft. Und man sieht jetzt auch, ich glaube, im Ärzteblatt ist jetzt kürzlich ein Artikel veröffentlicht worden, dass die onkologischen Diagnosen zurückgegangen sind. Ich glaube, das ist eine schwierige Entwicklung, die doch dazu führen kann, dass Dinge übersehen wurden oder jetzt erst später in Situationen entdeckt werden, wo sie vielleicht vor einem Jahr noch in kurativer, also in heilender Intention angegangen werden konnten. Und das fehlt jetzt. Also da würde ich gerne noch mal nachhaken, weil es ist ja nicht so, als wenn man wegen Covid Sachen absichtlich nicht gemacht hat, ne? Sondern wegen Covid konnte man wichtige Sachen nicht durchführen. Daher ist es ja so wichtig, dass man möglichst die Belastung des Gesundheitssystems der Bevölkerung durch eine Erkrankung reduziert, damit alles wieder funktionieren kann. Mhm. Und man muss auch sagen, das Pflegepersonal, Ärzte arbeiteten auch schon vor Covid in vielen Ländern am Anschlag, ne? Und nicht nur in Deutschland. Und die Bugwelle, die entstanden ist, ist immens. Aber gleichzeitig ist das Personal nicht mehr geworden und wird immer mehr strapaziert. Daher ist es halt nicht in meinen Augen verantwortungslos zu sagen,
ist ja alles gut. Wir können alle Maßnahmen erstmal vergessen und nur wenn es mal ganz schlimm wird, dann macht man wieder was. Damit treibt man die Leute einfach aus ihrem Job raus. Irgendwann sind die fertig. Ja. Und das muss man einfach auch sagen, es ist respektlos den Mitarbeitern in diesen, im Gesundheitssystem gegenüber, wenn man sagt, ja, ja, ihr macht das schon. Ja. Das ist einfach voll daneben. Ich muss auch dazu sagen, dass als Ärztin und auch mit vielen Patienten im Kontakt ich es nicht nachvollziehen kann, wie man freiwillig eine vermeidbare Krankheit in Kauf nimmt und sagt, es sind genug Intensivbetten frei und dafür der Herzinfarkt vielleicht kein Bett mehr hat oder einen erschöpften, vielleicht auch selber erkrankten Arzt eben nicht mehr zur Verfügung hat. Und wir wissen von Daten, dass über 35% der Menschen ihre Vorsorge nicht in Anspruch genommen haben in dieser Zeit. Und diese Vorsorge ist ja ein guter Grund, dass man Vorsorge macht, um zum Beispiel Krankheiten früh zu erkennen, sie noch behandelbar zu machen und vielleicht sogar heilbar. Das heißt, wir wissen mit dieser Bugwelle, dass jetzt Menschen herumlaufen, die wahrscheinlich einen schlechteren Verlauf ihrer Grunderkrankung haben, entweder weil sie noch nicht wissen, dass sie sie haben oder obwohl sie sie haben, sich nicht zum Beispiel ins Krankenhaus getraut haben wegen Infektionsangst oder weil einfach kein Platz war und sie lange auf Termine warten mussten. Es wurden 700.000 Operationen im März 20 bis Juli 20 nicht durchgeführt bundesweit. Das heißt, wir wissen, auch die sind aufgehoben worden zunächst, aber die kommen wieder zurück. Das heißt, es wird nicht eine besonders gute Situation geben in den nächsten Jahren. Und deshalb, um nochmal zu sagen, ich stimme vollkommen zu, es ist unverantwortlich, dass man nur mit einer Maske eigentlich schon sehr viel erreichen kann und das in Kauf nimmt und andere ihre Erkrankung dann nicht betreut bekommen. Also vorbeugen, 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 Masken tragen, Abstand halten, nicht so viel auf Partys gehen, was wir noch asketisch wie im Kloster. Nur das Notwendigste reden überhaupt. Ich würde noch mal gerne auf die vulnerablen Gruppen bzw. die Immunsupprimierten zurückkommen. Sehen Sie denn, dass jetzt über die Zeit quasi die Fallzahl an Personen, die eine Immunsuppression haben und ins Krankenhaus müssen wegen einer Corona-Infektion, dass die stabil bleibt oder schwankt es auch mit den Wellen, weil ja zumal bei den Immunkompetenten die Krankenhauseinweisungen jetzt rückläufig sind, weil Omikron weniger schwere Verläufe bei Immunkompetenten verursacht? Also genaue Zahlen kenne ich nicht. Ich kann nur das sagen, was ich so aus meinem täglichen... warte mal kurz. Es war abgesprochen. Ja. Also nochmal um das. Okay, das ist jetzt ein anderes Feld. Okay, jetzt. Ja. endlich. Also nur das, was ich quasi, die Patienten, die ich überblicke, weil sie zu uns in die Uniklinik kommen, ist es so, dass diese Menschen von den Kollegen, wenn sie unter Behandlung sind, sehr geprimed werden, darauf zu achten, ob sie eine Infektion entwickeln oder nicht und sich dann sehr frühzeitig auch testen und wenn sie positiv sind, entsprechende medizinische Maßnahmen ergriffen werden und dann auch gleich therapeutischer Art. Also der Großteil der Patienten bekommt prophylaktisch tatsächlich Antikörper. Der andere Teil, wenn er sie nicht bekommen sollte, wird in solchen Situationen in der Regel Paxlovid bekommen.
einfach um das Risiko für eine Hospitalisierung zu reduzieren. Aber es gibt nach wie vor die Fälle, die geimpft sind und ins Krankenhaus müssen, auf eine Intensivstation und dann auch versterben. Und der Vergleich jetzt mit denen, die immungesund sind und die, die immunsupprimiert sind, fällt mir schwer in der Situation. Aber es sind die, die einfach ein Risikoprofil haben. Und ich glaube, die müssen wir einfach schützen, weil die können sich selbst nur, die tun alles, um sich selbst zu schützen. Die greifen nach jedem Strohhalm. Und auch wir müssen denen ein bisschen helfen. Ja, und wir wissen ja oft erst hinterher, wer wirklich vulnerable Gruppe ist. Ja, also ich meine, das bis zur ersten Infektion meistens, ne? Weil nicht alle so offensichtlich das Risiko haben. Ich habe auch noch eine Frage an Sie. Zu Paxlovid hat man Daten gesehen und Berichte gehört von dem Rebound-Effekt. Haben Sie das auch beobachtet? Ja, habe ich tatsächlich zwei Patienten gesehen, bei denen das so war, die Paxlovid genommen haben, negativ wurden tatsächlich und dann im Verlauf nach ein paar Tagen wieder positiv wurden. Ja. Ja, spannend, es bleibt spannend. Ja, bevor wir aber jetzt vielleicht zum Abschluss kommen und jeder noch ein kurzes Einsatzstatement macht, was wir für uns auf dem Weg zum Mitnehmen, gibt es Ihrerseits noch Fragen? Also wir haben ja über alles Mögliche aus verschiedenen Blickwinkeln diskutiert. Haben Sie noch persönlich eine wichtige Frage an unsere hochrangigen Experten aus verschiedensten Bereichen? Nein, also dann haben wir ja wohl gut vielfältig diskutiert. Dann würde ich gern nochmal geben, die Chance geben von uns, vielleicht ein Einsatzstatement, was man sich wünscht oder was man mitgibt, uns mitgibt auf dem Weg. Nicht Ladies first, ich dachte jetzt, aber sie schaut ihn an. Ja, es ist Ladies, ja, auch gut. Okay, fange ich einfach an. Also einfach dran denken, es ist noch nicht vorbei. Und lasst uns daraus lernen, damit wir neue Krankheiten vermeiden können und bestehende Krankheiten besser behandeln können. Also das passt eigentlich schon so gut. Ich glaube, dass wir uns freuen sollten, dass wir ein so leichtes, einfaches Mittel wie die Maske haben in einer so blöden Situation wie einer Pandemie und uns darüber jeden Tag freuen sollten, dass wir uns nämlich trotzdem sehen können, indem wir sie einfach benutzen. Ich bin gespannt, aber auch eigentlich optimistisch, dass es uns aufgrund der Datenvielfalt und Reichheit gelingen sollte, bestimmte Parameter und Kriterien aufzustellen, die uns helfen, die Krankheit besser zu verstehen, aber auch besser einzugrenzen, wann man eine konkrete Gefahr für eine ernsthafte Infektion hat. Vielen Dank. Und ich wünsche mir als von der Gesellschaft, dass alle, die forschen und versuchen, diese Pandemie zu bewältigen, dass sie dann auch das entsprechende Verständnis entgegengebracht bekommen, wenn Dinge länger dauern oder wenn Entscheidungen oder Äußerungen getroffen werden, die vielleicht hinterher sich als falsch herausstellen. Ja, ganz herzlichen Dank an unsere Experten. Ganz herzlichen Dank. Und mein Statement ist noch, seien Sie rücksichtsvoll auf die anderen, also Rücksicht auf die anderen, wenn man schon nicht selber, ne? Aber auf die anderen. Und das heißt jetzt für uns wieder, bevor wir jetzt aufstehen, Maske aufsetzen. Ja? Haben wir nicht dabei? Oh, Maske aufsetzen. Also, herzlichen Dank fürs Zuhören und alles Gute.